Am 14. Juli 1789 kam es zum Sturm auf die Bastille, einem Staatsgefängnis, in dem nur wenige Gefangene einsaßen. Aber für die Menschen war die Bastille ein Symbol der monarchischen Herrschaft, das nun bezwungen war. Dieser Tag ging in die Geschichte ein und ist bis heute der französische Nationalfeiertag. Im ganzen Land kam es nach dem Sturm auf die Bastille zu Unruhen und Aufständen. Die Nationalversammlung verabschiedete in dieser Zeit ein bahnbrechendes Dokument. Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Artikel 1. Menschen sind von Geburt und bleiben frei und gleich an Rechten. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein. Ein revolutionärer Gedanke. Jeder Mensch, ob Adliger oder Knecht, Gräfin oder Dienstmagd, hat die gleichen Rechte. Damit waren Adel und Klerus gezwungen, auf Vorrechte zu verzichten. In diesem Ölbild im klassizistischen Stil, vermutlich aus dem Jahr 1789, sind die Menschenrechte niedergeschrieben. Der Künstler arbeitete hier mit vielen Symbolen. Frankreich, das ist die Frau links in den Nationalfarben. Ihre Ketten sind gebrochen. Sie ist frei.